auf die Plätze. Was soll das denn darstellen, bitte? Das sind die Überreste der Noten. Noten? Da wird wohl niemand mehr mit musizieren. Wem waren denn eigentlich diese Noten anvertraut? Das war ich, Herr Direktor Kreuzkamm. Und? Konntest du sie nicht ein bisschen besser verteidigen? Nein, Herr Direktor. Ich wurde gefesselt. Sag mal, soll ich deinen Vater bitten, dass er mal mit den Eltern der Kinder spricht, die dich gefesselt haben? Auf gar keinen Fall. Wir machen das unter uns aus. Na ja, dann bestelle auf jeden Fall deinem Vater einen schönen Gruß von mir. Er soll sich demnächst ein bisschen mehr um dich kümmern. Werde ich ihm ausrichten, Herr Direktor. So, und für die anderen gilt, bei dem nächsten Blödsinn, den ihr hier verzapft, da brumme ich euch eine Strafarbeit auf, dass euch hören und sehen. So, jetzt wollen wir aber zu den Dingen kommen, die uns wirklich beschäftigen. Das sind nämlich die Anden. Sag mal, was soll denn der Papierkorb da oben an der Decke? Ich hole ihn runter. Lass das sein, das kannst du nach der Stunde machen. Mein Gott, findet ihr nicht, dass ihr allmählich ein bisschen zu alt für diese Scherze seid? Lasst uns arbeiten. Also, Averka, wie viele Länder Südamerikas werden von den Anden durchzogen? Bitte. Ungefähr, ja. Ja? Also, in etwa. Ja, ganz so viel sind es nicht. Uli von Simon? Mein Gott, das kann doch nicht so schwer sein. Uli! Chile, Bolivien, Peru. Bei euch piept's wohl! Du kommst sofort darunter! Ich kann nicht. Wer war das? Na, ihr werdet's mir ja eh nicht verraten. Matthias, warum hast du das nicht verhindert? Er konnte nicht. Es waren zu viele. Herrschaften, merkt euch, an allem Unfug, der passiert, sind nicht nur die schuld, die ihn verzapfen, sondern auch die, die ihn nicht verhindern. Und jetzt bitte holt mal den Kleinen wieder aus seinem Körbchen heraus. Es folgt nun der Tragödie. Zweiter Teil. Hefte raus, wir schreiben eine Extemporale. Und umsetzen. Baberka neben Mats, Jonathan neben Mona, Hacke neben Kreuzkamm und Uli auf Jonathans Platz. Das Thema, die Bedeutung der Anden für die Wirtschaft Südamerikas. Bitteschön.